Guten Tag, Leute, hier spricht euer Peter Gim. Alter Schwede, was war das für ein schönes Spiel? Muss man ehrlich gesagt sagen, das war wegen. Warum sind wieder die Dinger gefährdet? Ich verstehe es nicht mehr. Okay, die Dinger sind gefährdet. Okay, ich sag, ja, Der macht halt nicht aus, oh Mann. Das könnte wahrscheinlich ein bisschen problematisch dieser Saison werden, Leute, glaube ich. Aber, ob es wirklich so. Okay, die Jugendspieler könnte man. Ja, das ist halt immer das Problem bei uns mit den Jugendspielern, muss man ehrlich sagen. So haben wir halt leider nicht ganz so die Dinge gemacht, so ein bisschen die Systeme, aber wir könnten ja mal in die Jugend, ins Jugendteam mal gucken, wenn wir sehen. Ein bisschen mal was gucken. Dass man wieder ein bisschen das Jugendteam, ein bisschen Ding anfängt, Leute. Alter, das ist der einzigste Gute, Alter. Dass man da jetzt mal ein bisschen. Dass man da ein bisschen mal ein bisschen unser Team aufbaut, Leute. Ja, die sind halt, die müssten halt noch ein bisschen. Ja, die müssten halt nur noch ein bisschen Ding aufgebaut werden. Ey Leute, aber das Geld ist schon nicht normal, Leute, finde ich. Was wir im Profit kriegen, Leute, alle. Ja, das müssen wir auch mal gucken, Leute. Vereinswert, alle. Prognose ist bei 4 Milliarden. Einnahme, Alter, wir haben richtig Einkommen, was wir für Transfer mal richtig Money Geld rausgehauen, richtig Geld. So, außen, Alter, wir sind, oh, morgen, da ist Spieler, Bundesreserve. Ist halt schon heftig, Leute, und die Ausgaben sind natürlich auch heftig, aber wir haben es halt hin, da sieht man halt, wir müssen mal wieder ein bisschen auf Finanzen geben, bisschen Ding pushen, Trikotfacker, Lewandowski, dumm Alter, was wir Gelder kriegen. Gelder sind halt viel Tickets, haben wir halt richtig viel. Startunterhalt, haben wir auch heftig. Aber das ist schon heftig, Transfergebühr. Würde ich aber sagen, dass wir auf 50-50 machen. Das reicht eigentlich 50. So Leute. Jetzt die Sache, tu mal wieder weiter, mal spielen, gucke, vielleicht werden noch so Teams gekauft. Okay, Leute, in die erste Mannschaft, okay, dann tun wir ein bisschen mal ernster, dass wir da nicht ein Problem kriegen. Tun wir mal gucken, wen wir ins Team mal reinbringen könnten, der gut sein könnte. Ihn tut man mal rein. Und dann schauen wir mal, er könnte noch ins Team übernommen werden. Die andere lassen wir mal noch. So, die andere lassen wir noch, würde ich sagen. Und dann schauen wir einfach. Aber die Profite sind ultimativ, Leute. Es ist nicht mehr normal, was wir für Gelder haben, alle pro Jahr kriegen. Das ist echt nicht normal, Leute. Ja, so, da ist die Nachlaufbahn. Okay, ihn haben wir ja rausgeschmissen, ist ja gegangen zu.
Schauen wir mal einfach mal, was noch passiert in der in Transferphase. Weil verkaufen tun wir nicht, kaufen haben wir, tun wir wahrscheinlich auch keine mehr. Denke ich so, Leute. Aber wir werden da was sehen. Vielleicht kommt ein. Eigentlich wollen wir ja keine mehr holen, keine mehr kaufen. Okay, okay, zwei haben den. Okay, wir hatten. Da bin ich mal gespannt, wer rausgange. Da bin ich jetzt mal gespannt, wer da gange. Oh, der Weber, der ist der einzigste, der noch geblieben ist. Aber mit 57 ist halt ein bisschen problematisch, muss man ehrlich sagen, Leute. Mit so, ja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen wenig, finde ich. Aber, naja, ja, das ist halt das Problem, er ist halt nicht halt mit 80, wenn er 60 in die 60 hätte, wäre es vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ihn mit ins Team zu nehmen, Leute. Ah, gut, mit 17, aber indem ich sage, tu mal auf die Leihsätze. So, jetzt guck mal, da ist ja, war das halt das Problem, die sind, ne? Ja, Alter, ja, eine Schmidt haben wir ja, ist ja rausgegangen. Dass man, okay, dann könnte man nicht die in die Leih setzen und ihn noch auf die Leih setzen. So, ihn könnte man auf die Leih setzen, dass er noch ein bisschen Erfahrung bekommt. Ja, ihn auch noch auf die Leih, dass man ein paar Spieler mal kurz ausleihen können. Ja, ihn haben wir ja ausgeliefert. Ah, den werden wir ja nächste Saison ja richtig aufbauen, Leute. So, jetzt haben wir ein paar Spieler. Möchte Thielemann, den ich auch noch auf die Leihe setzen, Leute. Das würde ich auch sagen, dass wir dann auf die Leihe setzen und dann einfach gucken, was die Saison noch so bringt in der Transferphase. Aber Augsburg geht aber ab wie Schmidts Katze, finde ich, oder Leute? Augsburg geht richtig ab. Die gehen ab, okay, schau mal. Ich bin Trainer des Jahres geworden. Wow, alle, dachte ich echt nicht, dass man Spieler des Jahres wurden. Okay, dachte ich echt eigentlich gar nicht, Leute. Weil so gut war man ja eigentlich diese Saison eigentlich gar nicht, fand ich. Sozusagen gut war man ja eigentlich gar nicht. So, Leute, jetzt sehe ich aber so. Wir gucken mal kurz uns ein bisschen wieder um, was die andere Nation, Mannschaften gewonnen hat. Klar, alle Leute. Klar, alle. Alle, ja klar, Marcelo wird einfach von Leverkusen für 26 Millionen. Klar. Alter. Ah, ja klar. Und nicht weiter geht nach Manchester. Klar. Wow, alter Schwede. Hinterm, Alter, was die anderen Spieler für Teams sollen, Alter. Mir ist. Ja, da. Hier, Everton holt war. Ja, aber da ist es heftig. Real Madrid will unseren Spieler.
wie es aussieht, Leute. Aber wir holen uns in den. So, Leute, ja, wir sind Trainer des Jahres geworden. Stürmer. Lewandowski hat im Mittelfeld. Oh, guck. Alter, James. Oh, James. Gut schon. Davis, er macht immer besser, finde ich. Ja, das ist nicht schlecht. Der Schulze, der Erdo, Diego hat gewonnen. Team der Bock. Das ist immer gut, Alter. Das ist immer echt gut. Aber Transfer, Alter. Transfer ist schon abnormal. Einfach mal man von Madrid einfach den Spieler hole. Alter Schwede. Heftig, oder Leute? Das ist so ein übertrieben heftig. Jetzt fahre die Laie nehmen wir natürlich an. Alter, was ist das für ein Team, Alter? Da bin ich mal gespannt, Alter. Das ist ein komisches Team. Das Team habe ich nicht gesehen, Leute. Wer das, welches der Spieler so? Ja, das sind nicht schlechte Teams. So, jetzt warten wir noch kurz. Ja. Meier wird Laie U20 delegieren. Ah, klar. Aha, hat nicht, ach, nicht schlecht. Einfach mal eine Laie abgelehnt, okay. Ich verstehe es nicht, aber ich verstehe nicht, warum. Warum er es abgelehnt hat, muss man nicht verstehen, Leute. Muss man echt nicht verstehen, warum. Muss man echt nicht verstehen, warum, finde ich ehrlich so. Ich verstehe nicht, warum der. Ich verstehe es nicht, aber naja, wenn es halt so ist, dann muss es so. Wenn es halt so ist, dann soll es halt so sein, oder Leute, wie gesagt. Wenn er halt nicht gehen will, okay, dann soll man es ja nicht. So, jetzt schauen wir wieder ein bisschen in den Transfermarkt. Alter, Einmelde. Alter Schwede, das sind alle klar. Alle für. Ah ja, boah. Okay, wir haben ja eigentlich auch sehr Menge Geld mal investiert. Müssen wir sagen. Ja, aber nein, muss man ehrlich sagen, mehr nach mega Geld einmischen. So, jetzt schauen wir mal kurz die Dinge, wer die Mannschaft Team of the Year ist, okay. Auch Torwart, Manchester hat, okay, Michel Süle, Pavard, Alaba, wir haben das komplette Mittelfeld, Verteidiger, ist ganz, die komplette Verteidigung von Bayern ist drin. Mittelfeld, beide Bayern-Spieler und ja, drei Bayern-Spiele. Alter, aber Leute, boah, Alter, so geht es jetzt wieder ab mit Geld. Weil dieses Jahr wollen wir nichts mehr investieren, Leute. Dieses Jahr wollen wir am liebsten nichts mehr investieren. Wir brauchen ja nicht. Ja, Leute, wir machen ja nicht mehr so viel. Du mal delegieren, ein Jahr. Mach mal delegieren, den ich sage. Vielleicht geht es besser, als wenn man es ohne annimmt. Wäre es vielleicht FS auch gut gewesen, vielleicht. So zu sagen, Leute. Guck, Leute, so funktioniert es besser. Einfach delegieren lassen.
So, er tun wir annehmen für ein Jahr und er wird auch angenommen für ein Jahr. Gut. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir die mal ein bisschen ausleihen könnten. So, jetzt wird man wieder ein bisschen vorspulen, wieder ein bisschen. Bis zum Wärterspiel, den ich sage, tun wir jetzt noch vorspulen. So, da ist jetzt 8 drin, okay. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Schulte. Jetzt tun wir noch mal vorspulen und dann schauen wir mal. Naja, okay. Okay, ist ausgeliehen und da Trab, da will auch ausgeliehen. Na, tun wir nach ausdelegieren. Machen wir einen Kurzausstieg. So Leute, den ich sage, tun wir nochmal vorspulen bis zum nächsten Spiel. Und dann schauen wir einfach, was passiert noch. So, jetzt gucken wir mal im Büro noch an. Ja, ist ja in Ordnung. Du wirst ja noch ein Spiel. So, Leute, aber bevor wir das Werder spielen, tun wir uns mal kurz gucken bei den Eilmeldungen. Schauen wir mal bei den Eilmeldungen, was so passiert ist. Oh, Sevilla holten. Oh. Alter Olympico holt einfach mal einen neuen Tormann für knapp 27 Millionen. Für einen 31-Jährigen Bittencourt fällt 3 Monate aus. Das wäre hart für Hoffenheim in der Meisterschaft. Werder Bremen hat sich auch einen guten Spieler mal geholt. So, gucken wir mal, was noch passiert ist. Ja. Transfer. Ja, was hat Bayern? Milik, Alter. Ruben Neves, ne? Okay. Alter, klar. Alter, Abbau für 105.000 für 4 Jahre. Alter Schwede. Alter Schwede, was für Preis. Bin mal gespannt, Leute. Da bin ich mal gespannt, Leute. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Werder Bremen werden wir erst beim nächsten Mal weiterspielen. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann und PG, bis dann.